kosmische oder universelle Kraft, und diese Kraft sei in jedem Menschen und in allen Dingen. Also in diesem Kosmos, in der Schöpfung, zum Beispiel in Bäumen, in Planeten, in Steinen. Vor ein paar Jahren hat man schon mal in China deutsche Rentner an so einen Baum gestellt, und da heißt es dann in einem Magazin, deutsche Rentner holen sich Kraft aus einer Energiezypresse. Also, ich weiß nicht, ob die Rentner wussten, was sie da taten. Sie haben vielleicht nur gedacht, der Baum hat Kraft und ich bekomme diese Kraft, wenn ich die Hände daran halte. Das denken heute viele Menschen. Man geht in den Wald, umarmt Bäume, das haben wir damals dann auch gemacht. Es wurde uns gelehrt, dass in diesen Bäumen göttliche Kraft ist, und indem wir uns da die Hände dran halten oder den Baum umarmen, bekämen wir diese Kraft. Schauen wir uns nochmal an, was das esoterische Verständnis von Kosmos ist. Da heißt es, die gesamte Schöpfung ist durchdrungen von spirituellen Kräften oder Energien. Und weiter, sie sollen helfen, heilen oder spirituell leiten. Sie sollen dazu beitragen, unser Bewusstsein zu verändern. Wenn man das liest, könnte man in dem ersten Teil sagen, Kräfte, Energien, könnte sein, dass es sowas gibt. In der Natur, im Kosmos, kann sein. Das hört sich unpersönlich an. Aber spätestens in dem zweiten Teil dieses Satzes merken wir, dass es nicht unpersönlich sein kann. Denn diese Energien, sie sollen ja nicht nur helfen, sondern sie sollen sogar spirituell leiten und sie sollen sogar unser Bewusstsein verändern. Das heißt, hier muss etwas Personhaftes dahinter stecken, etwas, was einen Willen hat und was ganz klar sich entscheidet, ich will eingreifen, ich will hier etwas verändern. Wir werden noch erkennen, was die Esoterik dahinter sieht. Nun, ihr Gottesbild oder sagen wir das Bild der unsichtbaren Welt und der Menschen ist in folgendem Schema zu erklären. Der Mensch lebt auf der Erde und wir sehen, dass diese Linie durchlässig ist. Und so kann der Mensch, und er soll sogar laut Esoterik, sich mit der unsichtbaren Welt in Verbindung setzen. Er soll Kontakt mit ihr machen und sich von dieser Welt leiten lassen. In dieser Welt, da gibt es Götter und Göttinnen, sagen Esoteriker. Da sind Engel, Elfen, Dämonen, Geister. Und alles ist durchzogen von einer universellen kosmischen Kraft. Also was hier fehlt, ist ein persönlicher Gott. Denn so würde die Bibel das einschätzen. Vereinfacht dargestellt, wir Menschen leben auf Erden, Gott wohnt und thront im Himmel. Zwischen Himmel und Erde gibt es einen Bereich, den man Kosmos oder auch Luft nennen könnte, wo es Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte gibt. Das finden wir auch so im Neuen Testament der Bibel beschrieben. Da heißt es, auch ihr lebtet nach der Art dieser Welt. Das deutsche Wort Welt übersetzt das griechische Kosmos. Ihr lebtet unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werke ist. So dargestellt, dass zwischen Himmel und Erde diesen Luftbereich da ist und dass ein Geist ganz maßgeblich führt in diese Welt. Unter ihm ein ganzes Heer des Himmels hat. Dämonen, Mächte, Kräfte, Energien. Es wird in verschiedenen Worten beschrieben in der Bibel, wie diese Dinge bezeichnet werden können. Aber Geist ist ganz zentral, die da herrscht. Nun, die New Age-Bewegung beschreibt auch das Wirken eines Geistes. So beschreibt es Marilyn Ferguson in ihr Buch Die sanfte Verschwörung. Darin begründet sie praktisch diese ganze Bewegung. Sie sagt,
bei dem großen, erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, dieser Umschwung ist von dem alten zu dem neuen Zeitalter, handelt es sich weder um ein politisches noch um ein religiöses oder philosophisches System. Und dann bringt sie die Sache auf den Punkt, indem sie sagt, es handelt sich um einen neuen Geist. Und sie meint wirklich ein Wesen. Und das beschreibt sie dann auch, denn sie stellt fest, dass während sie über diese Thematik vorträgt, und das war in etwas, war in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass sie Menschen begegnete, die alle an unterschiedliche Orte die gleichen Gedanken hatten. Und dann sagte sie, das kann nur durch einen Geist bewirkt sein, die an unterschiedlichen Orten Menschen die gleichen Gedanken eingeben kann. Und so beschreibt sie, dass eben diese Bewegung, diese Verschwörung vorangeht, diese neue Sichtweise der Transformation, ganz zentrales Wort in der Esoterik, Transformation, wird Ausdruck verliehen durch Bücher, Vorträge, Schullehrpläne. Wir haben es unterstrichen, denn das findet heute ganz konkret statt. Gesetze und auch mittels Medien. Nochmals, Transformation ist eine Verwandlung der Menschen einerseits, aber dann auch die Verwandlung durch die Menschen nach außen, das heißt nach dieser Welt hin. So finden wir verschiedene Angebote, die das ja auch andeuten. Hier auf einer Webseite Matrix Transformation, eine therapeutische Maßnahme. Und da wird dann beschrieben, wie man sich ja wandeln kann durch eine schlichte Änderung des Denkens, durch eine kleine Berührung. Das sei Bewusstsein erschafft Realität, meinen sie. Und sie meinen, dass die Bewegung, dass die Änderung, die Transformation, die in einem stattfindet, buchstäblich umwerfende Ergebnisse hat. Bewusstsein erschafft Realität, damit wird gemeint, dass wenn man einmal diese Transformation durchgemacht hat, dann eben genau, was diese Ziele entspricht, ein göttliches Bewusstsein entwickelt hat und somit wie Gott Realitäten schaffen kann. Nun, da auch noch zwei Ziele in der New Age Bewegung, die da auch mit zusammenhängen. Ja, diese Transformation, die beschrieben wird, die soll eben nicht nur im Menschen stattfinden, sondern man möchte aus dieser Welt ein Paradies auf Erden machen. Und wir sollen ja jetzt in einem Friedenszeitalter leben und nun in einem Paradies, da muss ja auch Frieden herrschen, sonst wäre das ja unmöglich. Aber wir wissen ja, dass im Moment es noch gar nicht so aussieht, dass es jemals Frieden geben kann auf dieser Erde. Da kämpfen die Religionen gegeneinander, da kämpfen die Länder gegeneinander. Und das sehen Esoteriker natürlich auch, aber sie sagen, wir können das trotzdem. Dazu ist allerdings notwendig, dass wir eine Weltreligion schaffen und eine Weltregierung. Denn dann sind ja die Hauptfaktoren für Kriege erstmal aus dem Wege geräumt. Wir haben jetzt hier für diesen Vortrag diese Schaffung der Weltreligion etwas mehr betont, obwohl die Schaffung der Weltregierung genauso ein Ziel ist. Aber wie schafft man jetzt eine Weltreligion? Wenn eine der Religionen käme und würde sagen, wir sind's, dann kämen aber sofort die anderen und würden sagen, nein, 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 das geht aber nicht. Nun, man schafft es am besten, indem man sagt, es ist doch alles das Gleiche. Jesus Christus hat vor 2000 Jahren das Christusbewusstsein bekommen oder die Christusenergie oder die Christuskraft. Buddha hat vor 2500 Jahren das Buddha-Bewusstsein bekommen oder die Buddha-Kraft. Aber im Grunde sind es nur zwei Namen für das Gleiche.
Das ist nämlich diese göttliche und persönliche Energie, die da sein soll und die im Grunde jeder Mensch bekommen kann. Buddha und Christ oder Jesus sind uns praktisch vorangegangen. Sie waren hohe Weisheitslehrer, so heißt es in der Esoterik. Und sie haben dieses bekommen. Aber heute sind wir so weit, dass wir das alle bekommen können. Auch im Hinduismus findet man ähnliche Aussagen durch Bilder. Zum Beispiel hier sehen wir Krishna und Jesus Hand in Hand durch die Welten ziehen. Wir vermischen das. Und dennoch würden vielleicht viele von uns, wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen, bete doch mal eine hinduistische Gottheit an, würden vielleicht doch viele immer sagen, nein, das mache ich aber nicht. Nun, wann würden wir es aber vielleicht doch tun? Wenn es zum Beispiel um unsere Gesundheit ginge. Zum Beispiel könnte man sagen, ist Yoga eine Möglichkeit, Christentum, Hinduismus und Buddhismus zu vermischen. Denn jeder Yogalehrer oder jede Yogalehrerin bekommt hinduistisches Wissen vermittelt in ihrer Ausbildung. Das ist mit Grundlage für die Ausbildung. Nun denken viele, ich kann das ja als Sport machen, ich muss da ja nicht dran glauben und ich will da auch gar nicht dran glauben. Aber wir werden noch hören, ob man da wirklich dran glauben muss. So fanden wir zum Beispiel in einem Zitat für Kundalini, in einem Prospekt für Kundalini-Yoga folgendes Zitat. Yoga spielt eine wichtige Rolle beim Übergang zum Wassermann-Zeitalter. Ja, es ist nicht immer leicht, solche Haltungen einzunehmen. Also da muss man schon üben, um sich in solchen Knoten zu legen. Das ist Ashtanga-Yoga. Und schauen wir mal, was hier in Ashtanga-Yoga-Prospekt sagt. Die Ashtanga-Yoga-Serie arbeitet wie ein Kombinationsschloss. Wenn du die richtigen Bewegungen in der richtigen Reihenfolge machst, öffnen sich Geist und Körper automatisch. Nun erkennen wir, was hier gesagt wird. Wir müssen nicht erst daran glauben, dass das eine Wirkung hat. Wir müssen einfach die Übung tun, laut der Sicht des Yoga oder aus dem Kontext des Hinduismus heraus. Wenn du die Methoden einfach richtig ausübst, die Haltungen einnimmst wie vorgeschrieben, dann ergibt sich eine automatische Wirkung nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist. Das heißt, hier geht es nicht zentral um Glauben wie im Christentum. Die Bibel lehrt konkret, dass ohne Glauben es unmöglich ist, Gott wohlzugefallen. Also ohne Glauben macht Christentum keinen Sinn. Aber das ist bei den fernöstlichen Religionen nicht der Fall. Da wird gesagt, mach es einfach. Und das Ergebnis wird sich erweisen. Dafür muss man nicht erst glauben. Nun, manche dieser Praktiken sind nicht unbedingt rückenstärkend, ich würde fast sagen ein Rückenbrecher. Das schafft auch nicht jeder. Das ist ein Meister, Iyengar. Ich hatte auch damals, als ich noch Buddhist war, auch Yoga ausgeübt unter einem Schüler von Iyengar und habe dann auch mitbekommen, wie er wie ein Brett durch die Gegend ging. Der Mann war Yoga. Das war nicht nur eine Übung, das lebte er. Nun, ein Rückenbrecher, würde ich sagen. Aber hier habe ich im Internet ein Bild gefunden von einem Mann, der es auch schaffte. Da stand dabei, russisches Yoga. Das natürlich unter Einfluss eines anderen Geistes. Nun, die New Age-Bewegung hat ja Wahrnehmung gemacht, wo sie eine Änderung in der Gesellschaft haben möchte und in die Wege leiten wollte. Ja, sie hat ganz konkret gesagt, in diesem neuen Zeitalter werden sich die Werte verschieben. Sie nannten es ein Paradigmawechsel findet statt. So haben sie gesagt, in dem alten Zeitalter, also von 0 bis 2000 ungefähr,
Da hatte der Mensch Wissen über Gott. Nun, wie hat er das gehabt? Wir haben die Bibel, wir können nachlesen, wer Gott ist, wie er ist, was er von uns möchte, was er uns geben möchte, was er für uns getan hat. So können wir ganz viel Wissen über Gott aus der Bibel haben. Aber heute in dem neuen Zeitalter, da darf es natürlich nicht mehr die Bibel sein. Denn wenn eine Weltreligion geschaffen wird, dann können sich nicht alle auf die Bibel berufen. Was machen wir jetzt? Wir sagen, es sind göttliche Erfahrungen, die in dem neuen Zeitalter wichtig sind. Und da ist es dann egal, ob ich Hindu bin oder Buddhist oder Muslim oder Christ. Wir machen alle göttliche Erfahrungen und dann berichten wir einander, was wir für tolle Erfahrungen mit unseren Göttern oder unserem Gott gemacht haben. Und dann merken wir sind doch alle auf einer Ebene. Da findet doch überall Erfahrung statt. Also da wirkt doch was. Das muss doch irgendwie alles das Gleiche sein. Nun, Erfahrungsorientiertheit tritt auch immer mehr in die Christenheit ein. Es nimmt immer mehr den Platz ein, statt wie es vielleicht bisher war, das Wort Gottes. Nun, es gibt noch einen anderen Wert, der jetzt in diesem neuen Zeitalter maßgeblich werden soll. Da heißt es, in dem alten Zeitalter hätte der Mensch die Herrschaft über die Natur gehabt. Ja, es ist so, in der Bibel lesen wir das, dass Gott den Menschen im Paradies sagt, dass sie den Garten Eden bebauen sollen und bewahren und über die Tiere herrschen. Aber dann hat ja ein Ereignis stattgefunden, das Esoteriker eigentlich ablehnen würden, nämlich ein Fall. Das heißt, der Mensch ist Gott gegenüber ungehorsam geworden und aus der Nähe Gottes vertrieben worden und lebte dann in einer Welt mit Disteln und Dornen. Und da in dieser Gottesferne, vorher war er im Paradies, immer mit, also häufig mit Gott zusammen, heißt es so in der Bibel, dann aber nicht mehr. Und in dieser Gottesferne hat der Mensch tatsächlich seine Herrschaft missbraucht. Und wir sehen, wie zerstört diese Erde ist. Und Esoteriker sehen das besonders. Und ich muss sagen, damals auch, für mich war das schrecklich zu sehen, wie zerstört diese Erde war. Und ich wollte unbedingt dazu beitragen, dass diese Erde wieder heil wird. Ich habe täglich der Erde Licht zugesandt. Ich habe auf die Heilung der Erde meditiert. Und das war mir ganz, ganz wichtig, dass die Erde wieder heil wird. Nun, in dem neuen Zeitalter soll es anders werden. Da soll eben nicht mehr der Mensch nur herrschen, weil damit missbraucht er ja die Herrschaft, sondern er soll in Einheit mit der Natur leben. Was ist damit jetzt gemeint? Hiermit ist jetzt nicht nur gemeint, dass wir hegen und pflegen sollen, vielleicht auf die Jahreszeiten achten und so weiter. Nein, hiermit ist auch eine spirituelle Dimension gemeint. Mit Natur ist nicht nur das Sichtbare gemeint, das unmittelbar Sichtbare. Das können wir zum Beispiel im Internet finden und lesen in einem Zitat, in einem Aufsatz über einen Lichtkörperprozess, der jetzt stattfinden soll mit dieser Erde und der Menschheit. Und da wird dann genau beschrieben, was dann mit den Menschen geschieht, wenn sie sich höher entwickeln. Und da heißt es zum Beispiel, wir sind in Kontakt mit hohen Lichtwesen und Engeln. Leben ganz bewusst zusammen mit den Reichen der Natur, die jetzt schon in diesen höheren Bereichen leben. Was sind das jetzt? Höhere Bereiche in der Natur. Elfen, Feen, Zwergen und Riesen, die uns in ihrer Liebe und Friedfertigkeit weit voraus sind. Nun, mit Elfen und Feen haben wir vielleicht unsere Probleme, aber Engel, ja, Engel gibt es ja natürlich
Und der Engelboom nimmt auch immer mehr zu in diesem Zeitalter. Es wird immer stärker. Wir können im Internet sogar eine Engelkontaktbörse finden. Und da sind Menschen, die sagen, sie seien Engel. Und sie geben uns etwas durch. Man kann ihnen vielleicht eine Mail schicken oder sie sogar anrufen. Und dann bekommt man einen Rat von diesen Engeln, wenn man Fragen zum Leben hat oder anderes. Ja, dann werden wir langsam durch Deko ein bisschen mit Feen oder Elfen vertraut gemacht. Aber das ist noch nicht alles. In Österreich fanden wir diesen Naturlesepark. Und unterhalb dieses Eingangsschildes, da fanden wir folgenden Text. Grüße aus Island. Die isländischen Berggötter, Wasserwesen und alle Elfen schicken gesegnete Grüße und Wünsche an alle Elfen, Sylphen, Gnomen und verborgenen Wesen im neu geschaffenen Naturlesepark in Österreich und in der ganzen Welt. Wir schicken euch Sonnengrüße mit Sonnenlauten, mit Sonnenglanz. Im Namen aller Elementargeister, Erla so und so, Elfenbeauftragte des isländischen Parlaments. Es gibt sie wirklich, es ist kein Scherz. Und dann steht unten drunter, für jedes größere Bauvorhaben in Island muss die Elfenbeauftragte im isländischen Parlament zuerst ein Elfengutachten erstellen, damit der elementaren Ebene der Natur keine unnötigen Wunden geschlagen werden. Nun, noch ist Island nicht in der EU, aber vielleicht brauchen wir dann irgendwann auch mal eine Elfenbeauftragte oder einen Elfenbeauftragten. Wie ich schon sagte, Engel werden immer populärer. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wenn man den persönlichen Schöpfer und Erlöser Gott abschaffen will. Wenn man sagt, den gibt es nicht, dann hat doch jeder Mensch irgendwie ein Verlangen nach einer höheren Führung, jedenfalls die meisten Menschen. Manche geben sich vielleicht auch einfach mit dem zufrieden, was sie haben. Aber gerade in unserer Zeit suchen immer mehr Menschen,